Ein neuer Tag, ein neuer Booster. Hallo und herzlich willkommen heute hier mit dem Artwork von Azalea, glaube ich, hieß die. Unsere Ranger-Frau. Ja, reißen wir mal auf das Ding. Und ich bin mal gespannt. Ich habe ja erzählt, dass es hier 5 Karten gibt, die über 100 Euro wert haben. Ob ich davon mal eine ziehe? Ja, also da bin ich wirklich so, oh, das ist nice. Wir haben jetzt hier auch Azalea als Tokenkarte. Und auf der Rückseite, oh, die Erwachsene. Sehr schön. Ist natürlich beim Einsortieren ein bisschen blöd, wenn man von der Heldin hier noch gar keinen hat, ja, für welchen man sich dann entscheidet. Einmal die Nummer 39 und sie hat die Nummer 38. Werde ich wahrscheinlich die erwachsene Version als erstes einsortieren. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ihr kennt das. Für alle, die nicht wissen, warum ich hier 7 Karten nach vorne packe, ganz einfach, die Holo ist jetzt an letzter Stelle. So, dann geht's hier heute los mit Throttle. Ja, Mechanologist, Action, Attack. Dann haben wir hier Salvage, Shoot, Ranger, Action, Arrow, Attack. Dissipation Shield, das ist eine neue Karte. Mechanologist, Action, Item. Zumindest sagt die mir jetzt nichts. Searing, Shot, Ranger, Action, Arrow, Attack. Voltic, Bolt, Wizard, Action. Dann haben wir Drawn to the Dark Dimension, Runeblade Action Attack, Aether Flare, Wizard Action, dann Push the Point, eine Generic Action Attack, Moon Wish, das ist auch eine schöne Karte vom Artwork her, Generic Action Attack. Dann haben wir Vigor Rush, auch wieder eine Generic Action Attack. Lead the Charge, Generic Action. Und bisher noch keine Rare-Karte, ja, alles, Holo wollte ich gerade sagen, alles Common-Karten hier. Null Rune Hut, Generic Equipment Head. Jetzt haben wir die erste Rare. Enchanting Melody. Generic Action Aura. Und die haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Hat auch wieder Go Again mit im Kartentext. Aber ich sehe gerade, haben wir hier auch schon mal gehabt. So, dann die nächste, auch wieder eine Rare. Plunder Run, Generic Action. Und unsere Holo heute. Bitte, 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 lass es was Besonderes sein. Das ist eine Common-Karte. Amplify the Arknight. Ja, auch wieder relativ dezenter Holo-Effekt hier. Und mir ist neulich mal aufgefallen, da habe ich erst gedacht, das ist ein Druckfehler. Wir haben zwischen dem Regeltext und dem Anekdotentext so einen Strich. Und bei den Holo-Karten, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, ja, so ganz leicht, glaube ich, ist das zu erkennen. Da ist auch so ein Holo-Effekt in diesem Strich, ja. Ich habe erst gedacht, da ist ein Kratzer quer über die Karte rüber. Aber nee, das ist beabsichtigt. Ja, schöner Holo-Effekt hier mit dem Schwert und dem Hintergrund. Kann man nicht anders sagen. Dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.